Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Touch the Planet Back for Seconds. Ich hoffe, dass jetzt alles funktioniert. Das Spiel ist so, wir spielen so den grauen Kollegen hier und fressen einfach Stuff und werden größer und vernichten die Geschichte, irgendwie sowas. So, also die Story dahinter ist, die beiden Wissenschaftler-Kollegen haben den grauen Kollegen hier gemacht und experimentieren jetzt mit dem. Und jetzt funktioniert auch das mit OBS. Ich habe das gerade schon mal versucht und da hat es nicht funktioniert. Und jetzt frisst mir einfach so ein paar Skittles oder was auch immer das ist. M&M's. Unbranded oder keine Ahnung. Und wir werden größer. Achso, warte mal. Das ist jetzt vielleicht schlau, dass ich die Facecam nach rechts unten setze. Ungewohnte Position für mich. Aber dann sieht er oben links meine Größe. Und umso größer wir werden, umso mehr Stuff können wir halt fressen. Und wenn wir Schaden kriegen, dann werden wir wieder kleiner. Ja. Wir können mittlerweile die Batterien fressen. Und die Pimpette hier. Und den Frosch können wir setzen. Sehr gut. Und gleich haben wir es geschafft. Dann sind wir groß genug. Ja. Okay, das war das erste Level. Dann kriegen wir hier noch so eine Aufzeichnung, was wir hier alles gesnackt haben. Und gehe jetzt weiter zum zweiten Level. Genau, jetzt sind wir halt immer noch auf dem Schreibtisch unterwegs. Nur halt im zweiten Level. Und es ist einiges schwieriger jetzt hier zu steuern, weil wir kleiner sind und deswegen das Ganze hier ein bisschen sensitiver ist. Und die Ratten, die glaube ich wollen uns fressen. Nee, okay, die aimen doch nicht auf mich. Da habe ich mir schon wieder was eingeredet. Okay, Frösche können wir wieder snacken. Ja. Nochmal so ein paar Skills mitnehmen. Die Batterien, oder? Ja. Wollo. Okay, jetzt geht's richtig ab. Ja. Und ich weiß nicht, warum aber solche Spiele machen mir Spaß. So eine Art Gamer bin ich. Zack und zack und. Ich hab euch noch mit. Okay, ist jetzt hier nichts mehr. Okay, ein Bunsenbrenner. Nein, nein, nein. Ach, Mann. Easy. Jetzt Level 3. Das Spiel wird nicht lange dauern. Es ist einfach nur jetzt so ein kleiner Lückenfüller für mich. Weil ich nicht weiß, was ich mehr aufnehmen soll. Also ich habe noch ein paar Sachen so zum Aufnehmen. Aber mir fehlt gerade so ein bisschen, also das was ich jetzt, boah, da habe ich jetzt richtig Bock zum Aufnehmen. Da kann ich jetzt Stunden rein investieren. Und ich habe jetzt eh nicht so viele Spielminuten im Spiel. Und nur 10 und war einfach schon zur Hälfte durch, also das Spiel wird nicht so viele Folgen gehen. Oh, die Katze will mich. Weil ich will die Katze nicht. Oh, wie viele Mäuse oder Ratten laufen hier wieder rum? Das wäre echt cool, wenn wir endlich. Danke. Ich wollte schon sagen, wenn wir endlich was anderes außer fucking Ratten essen können. Die also noch mit. Kurz die Katze austricksen. So, an dem Punkt können wir also auch Katzen essen. Jawohl. Ja, krieg mich im Arsch. Sehr schön. Hier sind wir, glaube ich. Ja, Creatures, Critters. Okay, wir kriegen aber die Story aus irgendeinem Grund gerade nicht. Ich glaube, also jetzt sind wir. Also nee, ich glaube, jetzt sind wir, glaube ich, nur raus aus dem Labor. Also, wir chillen jetzt auf jeden Fall draußen unser Leben. Jetzt necken wir so ein paar Käferfreunde.
Und ein paar Steine. Steine sind nämlich sehr nahrhaft. Und an dem Punkt gibt es jetzt auch schon hier nichts mehr, was uns irgendwie schaden kann. Oh doch, die Kollegen. Ich denke mal, eine Schnecke zu essen ist hier das Goal. Oh ne, wir wurden größer. Jetzt bewegen sich die Schnecken auch. Au, 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 au. Da wurde ich aber in die Mangel genommen. Oh mein Gott. Also da wurde ich jetzt gerade richtig in die Mangel genommen und gebumst. Jetzt kommt die auch. Nur ein paar Steine mit. Ja, jetzt können wir Schnecken auch. Ja, was sind das für kleine Schnecken? Wenn hier so, wie heißen die Dinger? Mehl? Nee, nicht Mehlwürmer. Ein Affen. Jetzt 3,4 cm sind wir jetzt groß. Zur Relation, das ist ungefähr Apfelskock. Muss ich einfach bringen jetzt. Oh Junge, was ist das, ein Possum? Ich die Kollegen immer noch nicht snacken kann. Ja, jetzt aber. Noch nur die gelben. Ja, jetzt kommt die roten auch. Ja, an dem Punkt juckt es uns einfach gar nicht mehr. Knochen. Ja, basically ist die Story jetzt, dass wir eigentlich durch die Zeit reisen und uns hier durchfressen. Und hier müssen wir halt jetzt Knochen fressen. Knochen sind gut fürs Eiweiß. Also andersrum, Eiweiß ist gut für die Knochen. Und ein paar Steine für, ja, wenn nicht für die Ballaststoffe oder so. Keine Ahnung, ich bin kein Arzt. Ja, wie schnell wir geworden sind. Ja. Da. Es ist ein chilliges kleines Spiel, würde ich sagen. Kann sich mal ein bisschen entspannen und einfach gamen. So. Bei uns hatten wir gerade dann
Dean Time. Sind wir hier schon wieder? Oh. Hey. Ein bisschen Eier fressen und Pilze. Für die Pilze sind wir noch zu klein. Ach komm, ich habe nur den Flügel geholt. Hey. Das sind die ersten Dinosaurier. Bro, lass mich in Ruhe. Ich bin nur Tourist. Du brauchst mich hier nicht angreifen. Warum mich weiter einfach jagt, so. Ist mir egal, was ich gerade gesagt habe. Oh mein Gott. Das ist ja nicht mehr so stark, ne? Jetzt fresse ich euch. Den kommen ist. So, du aber nicht. Oh ja, sehr gut. Bisschen Skelette. Ja. Der Bro macht mir ein bisschen Angst. Ich bin erst 2 Meter lang. 2,50. Bro, wo bist du? Sehr gut. Haben wir geschafft? Sind wir jetzt hier? Ja. Bisschen Seerosen snacken. Das ist doch Spaß. Yep.
Also mal kurz einen Bogen, ein paar Mäuse mitnehmen. Jetzt kann man Stöcke auch schlucken. Zack, zack. Jetzt kann ich die Schildkröten. Ich werde mir ein paar nahrhafte Stöcke mitnehmen. Ich mag die Geräuschkulisse, dass der immer mal wieder Yummy sagt. So. Nur in der Bronze. Ich bin echt nicht gut in dem Spiel. Wie viel sind wir denn? Wir sind bei 20 Minuten, aber ich habe ein bisschen davor rumgetrödelt. Also, eat 110 Eggs. Okay, also hier geht es nicht darum zu wachsen, ne? Sondern darum, schnellstmöglich 110 Eier zu schlucken. Dafür muss ich anscheinend erstmal größer werden, um die zu sehen. Okay, aber hier sind dann die Eier. Ich nehme euch nicht alle weg. Okay, dir schon. Jawohl. Ja, richtig schnell. Ich habe sogar 111 gegessen. Bigger than Dinos. Das machen wir auch noch. Aua. Hehehe. Na.
Schon cool, wenn ich langsam mal ein bisschen andere Beute kriegen könnte. Die beiden Kollegen snacken hier alles weg. Du snackst mir jetzt nichts mehr weg. Ja, komm. Sind wir bei 4 Meter? 5. Ich glaube, ich erinnere mich an das Level. Tatsächlich habe ich hier, glaube ich, gerade einen Memory Unlock. Ich kann mich daran erinnern, dass wir die Lava später noch essen. Nicht mehr in dem Level anscheinend. Wo waren wir jetzt? Bigger than Dinos waren wir jetzt. Und dann Tasty T-Rex wäre das nächste Level. Machen wir erst nächste Folge. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Und rennt, ciao.